du kannst das als Wirtschaftschef auch ganz gut beurteilen. Es heißt immer, FPÖ und ÖVP hätten sehr viele Schnittmengen beim Thema Wirtschaft. Wie siehst du das? Ja, da schaut es wirklich sehr ähnlich aus, das blaue und das schwarze Wirtschaftsprogramm. Die wollen beide keine neuen Steuern, die wollen beide Ermäßigungen für Unternehmen, die wollen die Wirtschaft in einem gewissen Maße hin liberalisieren. Wo sie sich halt stark unterscheiden, ist bei der Europapolitik. Da hat Kickl dann vor kurzem nochmal gesagt, ja, er bekennt sich zum europäischen Wirtschaftsraum. Er hat also gesagt, ja, die EU hat er ja nicht in den Mund genommen, aber der europäische Wirtschaftsraum ist ihm wichtig. Das ist nämlich der ÖVP ein Anliegen. Sie schneiden sich dann auch bei anderen Themen wie dem Sky-Shield, Raketenschirm für Österreichs Verteidigung. Aber sonst sind sie in vielen Themen sehr ähnlich. Aber es ist halt klar, Karl Nehammer, der will nicht mit Kickl. Und solange der ÖVP-Chef ist, wird es auch keinen Volkskanzler, wie sich Kickl selber erhofft, bald zu sein, wird es den auch nicht geben. Mhm. Und da kann es jetzt eigentlich nur eine Konstellation geben, so wie es jetzt ausschaut, nämlich eine Dreiparteienregierung gegen die FPÖ und für die Zukunft von Österreich. Wenn die kein gescheites Programm zusammenbringen, dann ist klar, dass Kickl am Schluss doch lachen wird. Ja, also sprechen wir über dieses mögliche Zusammenspiel ÖVP, SPÖ und NEOS. Viele fragen sich, wie soll das funktionieren? Da gibt es wirklich wenige Schnittmengen. Die SPÖ zum Beispiel, die will ohne Vermögenssteuer überhaupt keine Regierung machen. Babler beharrt darauf und die NEOS wollen eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters. Kann die SPÖ nicht mit. Wie siehst du da eine mögliche Zusammenarbeit der drei Parteien? Die müssen sich sehr klar besprechen, welche inhaltlichen Punkte sie umsetzen wollen, dass jede Partei für sich dann Erfolge vorweisen kann. Aber am wichtigsten muss natürlich das Land Österreich sein. Und das ist die zweite Option, die Bundespräsident Van der Bellen dann auch hat. Also eine Option ist, dass er jetzt nach diesen Gesprächen, die stattfinden heute, am Dienstag oder Mittwoch, sich an die Nation wendet und den Regierungsauftrag an Nehammer gibt, weil der als Stärkster nach der FPÖ, aber als Zweitstärkster mit allen sprechen kann. Die andere Option ist genau das, was du jetzt auch angesprochen hast, dass er zuerst fordert, dass sie sich inhaltlich einigen, bevor Nehammer den Regierungsauftrag gibt. Es wäre möglich, dass Van der Bellen dann, wenn er morgen oder übermorgen zu uns spricht, verlangt, dass Nehammer und Babler und dann auch die Dritte im Bunde, das wäre Beate Meinl-Reising als NEOS-Chefin, dass die in nächster Zeit, und das muss dann schnell gehen, ein Programm vorlegen, welche inhaltlichen Punkte sie umsetzen wollen. Und wenn sie sich da nicht einigen, dann könnte der Bundespräsident sogar mit Neuwahlen drohen. Das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario, wenn wir dann wieder einen Wahlkampf in Österreich hätten, wenn dann wieder monatelang nichts weitergeht. Also ich glaube, das will im Moment kaum jemand. Da würde sich auch kaum was ändern. Also die FPÖ würde wahrscheinlich noch zulegen bei Neuwahlen. Deshalb wäre es das zweitliebste Szenario von Kickl. Wenn er nicht Kanzler wird, dann hofft er, dass es bald Neuwahlen gibt. Die anderen müssen sich halt dann wirklich einigen, um was zustande zu bringen. Und da ist das Zeitfenster für die anderen Parteien recht kurz. Ich schätze, dass es nach der Steiermark-Wahl im November dann schon bald die Regierung stehen muss, vor Weihnachten noch. Sonst wird es immer mehr Querschüsse geben. Das sind ja doch drei Lager, die da zusammenfinden wollen. Da wird es dann aus jeder Partei Leute geben, die sagen, wir wollen nicht, dass ihr das macht. Oder es wäre doch gescheiter, wenn Schwarz mit Blau zusammengeht. Und wenn sie da das nicht in der kritischen Phase schaffen, werden sie sich so verfahren, dass sie nicht mehr zu einer Einigung kommen, diese drei. Wie groß ist deiner Meinung nach der Druck momentan auf Kanzler Nehammer? Im Moment hat er, wir sind ja jetzt kurz nach der Vorarlberg-Wahl, wo die ÖVP jetzt noch einmal gewinnen konnte. Sie hat natürlich viel verloren, ja, von der Kurzhöhephase sind sie runtergefallen, aber sie sind noch stärkste Partei in Vorarlberg. Jetzt hat Nehammer ein bisschen Oberwasser auch, weil er mit 26% bei der Nationalratswahl ein besseres Ergebnis geholt hat, als viele erwartet hätten. Viele haben nicht geglaubt, dass er nur um 10% abstürzt. Viele haben gedacht, der Absturz wäre noch viel schlimmer. Deshalb hat er jetzt eine kurze Phase, wo die Partei schon dankbar hinter ihm steht. Allerdings kommt ja dann bald die Steiermark-Wahl, die ist im November schon.
dieser Urnengang wird einen großen Sieg für die FPÖ bringen. In Umfragen sind sie bei 30% und die ÖVP ist schon deutlich dahinter. Wenn die jetzt noch weiter zurückfallen, dann steigt der Druck auf Nehammer. Wenn er dann in den nächsten Wochen keine Regierung zusammenbringt, könnte es auch sein, dass Nehammer gestürzt wird. Also für ihn geht es auch persönlich um seine Zukunft als Politiker. Wie ist denn momentan die Wirtschaftslage in Österreich? Wir hören in den vergangenen Tagen, die Zahlen sind noch schlechter als gedacht. Wie siehst du das im Moment? Die Zahlen sind schlecht. Erst heute hatten wir Breaking News. Da gab es 11 Firmenpleiten pro Tag in Österreich. Wir haben das auf Ö24.at schon berichtet. Also jeden Tag gehen 11 Unternehmen in Insolvenz hierzulande. Die Energie ist sehr teuer geworden. Auch die Arbeitskosten haben sich erhöht, weil ja aufgrund der hohen Inflation auch hohe Lohnabschlüsse stattgefunden haben. Da hat Österreich jetzt international an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Und es ist wirklich im Moment eine Art negativer Strudel. Die Wirtschaft schrumpft schon zum zweiten Mal in Folge heuer. Und ab nächstem Jahr muss es auch ein Sparpaket geben. Da gibt es EU-Fiskalregeln, also Wirtschaftsregeln der Europäischen Union, die verlangen, dass eine bestimmte Schuldengrenze nicht überschritten wird. Das wurde während Corona ausgesetzt, aber jetzt wird das kommen. Da sagen Wirtschaftsexperten, dass Österreich, und das ist eine hohe Zahl, 3 Milliarden Euro im Jahr einsparen muss. Also das ist etwas, das auf uns zukommt nächstes Jahr. Davon können wir jetzt schon ausgehen. Wie soll das die ÖVP möglicherweise mit der SPÖ und den NEOS schaffen, deiner Meinung nach? Ja, das wird wirklich harter Tobak, weil bisher sind sie ja noch nicht auf der gleichen Wellenlänge. Die ÖVP hat gesagt, sie wollen, dass die Wirtschaft wächst und dadurch auch mehr Steuern und mehr Einnahmen generiert werden. Sie will auch bei den Förderungen sparen. Die Wirtschaftsexperten bringen jetzt schon ein, dass man die Mineralölsteuer erhöhen könnte, zum ersten Mal nach über 10 Jahren. Das heißt, Sprit wird teurer, dann könnte eine Zuckersteuer eingeführt werden. Es könnte die Steuer auf Alkohol und Tabak erhöht werden. Auch hier ist Österreich noch im europäischen unteren Feld. Dann könnte natürlich die Diskussion, die auch die NEOS ja anstoßen, dass man bei den Pensionen was tut, weil das ist der größte Ausgabenpunkt. Hier wird die SPÖ aber stark dagegen sein. Und die SPÖ ist für Vermögenssteuern, zumindest SPÖ-Chef Andreas Babler fordert diese und auch die Erbschaftssteuern. Diese Forderung muss er fallen lassen, wenn er mit der ÖVP zusammen regieren will. Und da gibt es aber auch in der SPÖ selber Kreise. Zum Beispiel der Wiener Bürgermeister hat schon gesagt, man kann auch andere Lösungen finden, die dann die Erbschaftssteuer nicht mehr unbedingt erforderlich machen in dieser Regierung.